Augsburg, Bismarckviertel. Als Lukas aufwacht, sieht er zuerst die dicken Schneeflocken, die an seinem Fenster vorbeiziehen. Lukas ist aufgeregt. Heute Abend wird er endlich das neue PlayStation-Spiel ausprobieren. Das hat er sich gewünscht. Im Wohnzimmer der Familie steht bereits ein großer grüner Weihnachtsbaum. Am 4. Advent hatte die Familie den Baum mit viel Girlanden, Kugeln und Engelchen geschmückt. Das ist Tradition in Lukas' Familie. Wie der Streit, der dabei jedes Jahr aufs Neue geführt wird, weil der Tannenbaum nicht gerade stehen will. Lukas' Mutter hat die letzten Tage in den völlig überfüllten Kaufhäusern der nahegelegenen Innenstadt erlebt. Sie kauft Geschenke und macht sich Gedanken darüber, was ihm gefallen würde. Ihr Sohn wünscht sich ein PlayStation-Spiel, irgendein Ego-Shooter, freigegeben ab 12. Bekommen wird er aber einen neuen Schlafanzug, ein Buch und eine elektrische Eisenbahn. Dinge, bei denen man niemanden abknallen muss. An Heiligabend geht die ganze Familie in den Gottesdienst. Das gehört einfach zu Weihnachten. Und Lukas lässt das über sich ergehen, denn er weiß, dass es danach Geschenke gibt. Als er dann aber endlich auspacken darf, ist die Enttäuschung groß. Kein PlayStation-Spiel, nur ein blöder Schlafanzug, ein langweiliges Buch und eine elektrische Eisenbahn. Aus Wut schleudert er die Eisenbahn in die Holzkrippe, die den Geburtsort Jesu in Bethlehem darstellt. Bethlehem, AIDA Flüchtlingslager. Als Fadi aufwacht, sieht er zuerst seine vier Geschwister, die mit ihm in dem kleinen Zimmer schlafen. Er blickt aus dem Fenster auf das altbekannte Bild. Eine graue Betonwand, 8 Meter hoch. Egal, ob er links oder rechts schaut, die Wand findet kein Ende. Sein Vater hat ihm erzählt, dass man früher einfach rübergehen konnte. Aber daran kann sich Fadi nicht erinnern, da war er noch zu klein. Heute ist ein besonderer Tag für ihn. Ein besonderer Tag auch für seine Familie und die knapp 1% Christen, die in den palästinensischen Gebieten leben. Heute werden alle zuschauen, wenn die Scouts mit ihren Trommeln, Trompeten und Dudelsäcken durch die engen Gassen der Altstadt ziehen. Auch die Patriarchen aus Jerusalem werden kommen, sofern sie am Checkpoint nicht aufgehalten werden. Sie werden in die Geburtskirche gehen und die Ankunft Jesu feiern. Und Menschen aus der ganzen Welt werden an diesen einen Ort denken, an Bethlehem. Fadis Leben im Flüchtlingslager dieser Stadt ist schwierig und aussichtslos. 5000 Menschen leben hier. Mehr als 2/3 von ihnen sind arbeitslos. Kinder brechen die Schule meist nach der 5. Klasse ab. Es gibt keine Spielplätze und keine Grünanlagen. Die Vereinten Nationen sorgen hier für das Nötigste. Doch heute, an Weihnachten, werden sie feiern. Mit einem großen Festtagsessen. Dem einzigen im ganzen Jahr. Fadi wird keine Geschenke bekommen. Aber das ist für ihn nicht wichtig. Philipp Wellmer, Kanal C, Kulturredaktion.